Willkommen zum Hardware Review der VKB GNX THQ World War II Schubregler Kombination. Mit diesem Einsteiger-Schubregler-Set im historischen Design bietet VKB eine große Vielfalt an Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten, welche wir uns natürlich alle im Detail anschauen. Denn mit seinen zwei analogen Achsen, 31 programmierbaren Knöpfen, 8 ebenfalls programmierbaren LEDs sowie 2 Multifunktions-Switches, welche entweder als 2 zusätzliche Achsen oder aber 7 Knöpfe verwendet werden können, bietet der VKB World War II Schubregler deutlich mehr Funktionsumfang als die meisten seiner höherpreisigen Konkurrenten. Zudem finden wir im Lieferumfang verschiedene austauschbare Schalter und Hebelköpfe, ein 1,80 Meter langes USB-Verbindungskabel und diverse Klebeetiketten zur Beschriftung. Der Schubregler selbst bietet 6 Knöpfe sowie eine analoge Haupt- und Nebenachse. An der SEM-Erweiterung finden wir weitere 23 Knöpfe, teils mit LED-Statusleuchten, sowie die beiden Multifunktions-Switches, welche optional als 2 weitere Achsen verwendet werden können, wir dann aber 6 Knöpfe einbüßen. Eine spürbare Mittelarretierung als Nullstellung fehlt beiden Achsen, was hier ein Pluspunkt gewesen wäre, insofern man Simulationen mit einem rückwärtigen Schub im Portfolio hat. Hier müssen wir uns also mit einer eigenen Markierung behelfen. Hingegen sehr gut spürbar sind die 4 seitlichen und 2 rückwärtigen Tasten direkt am Schubregler, welche ergonomisch gut zu erreichen sind. Allgemein fühlt sich der fast am gesamten GNX verwendete Kunststoff stabil und wertig an, was sich auch am Handgriff des Schubreglers fortsetzt. Die Verarbeitung ist wie von der NXT-Serie bereits gewohnt, ohne störende Geräusche und erkennbare Spaltmaße, was den guten Qualitätseindruck verstärkt. Als nettes Detail finden sich verschiedene World War II-Details in deutscher Beschriftung am Handgriff wieder. Die Erreichbarkeit des SEM-Moduls bei aufgelegter Hand am Schubregler ist gut, wobei die obere Tastenreihe hier ein Lösen der Hand erfordert. Die ebenfalls programmierbaren 8 Tasten unterhalb des Schubreglers sind unterschiedlich angeordnet und verbaut, was sie auch ohne einen Blick darauf ertastbar macht. Diese müssen allerdings ohne eine Status-LED auskommen. Am SEM-Erweiterungsmodul besitzen die meisten Tasten eine Status-LED, sowie der obere Multifunktions-Switch sogar eine dreiteilige dauerhafte Statusanzeige. Nutzen wir die Switches nicht als Achsen, haben diese je eine dreiteilige Rasterung. Im Lieferumfang sind beide Module auf einer stabilen Tischhalterung angebracht, welche allerdings auch in bestehende Halterungssysteme integriert werden können. Der Anschluss erfolgt über das 1,80 Meter lange USB-C auf USB-A-Kabel, wobei im Rechner ein USB-A 2.0 Anschluss bereits ausreicht. Zur Inbetriebnahme reicht bereits der Anschluss per USB, wobei wir über die kostenlose Software VKB Device Config für eine volle Funktionalität eine Kalibrierung durchführen. Nach dem Verbinden findet ihr den Schubregler in der oberen Leiste und klickt diesen an. Im Anschluss geht ihr auf Tools und startet die Kalibrierung, wobei wir hier nur die beiden Hauptachsen verwenden und die Multifunktions-Switches als Schalter belassen haben. Solltet ihr die beiden optionalen Achsen verwenden wollen, könnt ihr diese hier einfach auswählen und im Anschluss ebenfalls kalibrieren. Indem wir auf Axis klicken, können wir beim Betätigen der Schubregler in die jeweilige Maximalposition die Kalibrierung sehen, wobei wir hier beide Achsen mehrfach in die Maximalpositionen bringen, um die Kalibrierung abzuschließen. Und als Hinweis, die VKB-Software ist für den Betrieb nicht notwendig, sondern nur für die Kalibrierung oder gegebenenfalls ein Firmware-Update. Optional können wir noch die verschiedenen Knöpfe und Schalter am Schubregler anwählen, wobei wir angezeigt bekommen, um welche Taste es sich handelt. Denn hier haben wir tiefgehende Anpassungs- und Programmieroptionen. Wir beenden allerdings zunächst die Kalibrierung mit einem Klick auf End, wobei das Gerät neu initialisiert wird und wieder in eurer Liste auftaucht. Und damit seid ihr vollständig einsatzbereit. Nun könnt ihr je nach Spiel euren VKB World War II Schubregler über das Optionsmenü einrichten und anpassen, wobei euch dank der großen Vielzahl an Knöpfen und Schaltern hier erstmal kein Mangel entstehen sollte. Zudem ist die NXT-Serie natürlich mit den verschiedenen Modulen der Gladiator-Joystick-Serie und Anbauteilen vollständig kompatibel, was eine Anpassung eures Setups keine Grenzen setzt. Preislich bewegen wir uns in der EU bei 225 Euro inklusive Lieferung und Steuern, was für den gebotenen Funktionsumfang einen sehr starken Preis darstellt. Allerdings ist die reine Schubreglermechanik des World War II im Vergleich zu hochpreisigen Konkurrenten eher rudimentär, bietet hier jedoch ein sehr starkes Gesamtpaket. Für den nordamerikanischen Raum werden 169 Dollar aufgerufen. Hier kommen jedoch noch individuelle Lieferkosten und Steuern dazu. Mit dem Code Karolinger spart ihr im Übrigen bei VKB satte 5%, egal in welchem Land ihr bestellt. Die Hardware wurde uns für den Test von VKB zur Verfügung gestellt.
Eine Einflussnahme fand hingegen nicht statt. Es handelt sich also um unsere freie und eigene Meinung. Abschließend können wir den GNX THQ vor allem Einsteigern empfehlen, da der enorme Funktionsumfang und die gute Qualität überzeugen.